Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Ja, ihr werdet es mitbekommen haben, mittlerweile ist das iPad nicht in Österreich erhältlich. Aber dafür in Deutschland, und das freut uns natürlich umso mehr. Und deswegen werden wir da heute ein bisschen drüber reden und drüber sprechen. Du hast es jetzt schon eine Zeit lang. Und deswegen ist heute unser Thema iPad. Aber bevor wir wirklich zum Thema kommen, gibt es hier eine Huldigung und Danksagung auszusprechen. Ja, wir sind heute mal wieder nicht alleine im Studio. Wir haben den Operator unseres Vertrauens hier eingeladen. Das ist der Fabio heute. Ich wollte euch leider nicht seinen Twitter-Namen verraten, weil er einfach schon zu viele Follower hat und es langweilt ihn, dass er dauernd angetwittert wird, ja. Verstehe ich. Also, kann ich ganz verstehen. Ich kann es nicht ganz verstehen mit meinen lächerlichen 650, die ich da habe. Krebs ich da wirklich am unteren, wie sagt man, Existenzminimum bei Twitter. Ich habe gehört, es wird jetzt dann bald so ein Limit eingeführt. Also wer weniger als 500 Twitter-User hat, der ist einfach nicht tragbar für dieses. Das finanziert sich einfach nicht, weil da kann man nicht genug Werbung mitmachen. Das ist wie die Hartz-IV-Empfänger, die mit auf Twitter praktisch. Ja, richtig. Den muss man halt dann einfach mal, so wie die FDP das möchte, einfach mal hinten runterfallen lassen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen mal, aber auch mal auf den Tisch hauen. Naja, und so ist es halt, wenn man sich so, sag ich mal, VIPs ins Studio einlädt, die aus Charity-Gründen bei so einem Miniatur-Podcast wie uns mitmachen, dann ist das einfach so. Das müssen wir auch akzeptieren. Natürlich ist man kein Hartz-IV-Empfänger, wenn man sich ein iPad leisten kann. Naja. Also, ich glaube ja nicht mehr daran, dass es überhaupt Hartz-IV-Empfänger gibt, nachdem ich heute vom Apple Store stand und da eine ewig lange Reihe von Menschen nur darauf gewartet hat, endlich das iPad ihres Vertrauens in ihre Hände zu nehmen. Und, was ist das Besondere, schon um 10.30 Uhr war das iPad 16 GB 3G ausverkauft. Ja, so ist es. Aber du hast ja jetzt ein iPad. Deswegen ist unsere heutige Sendung dann trotzdem iPad. Und warum das so toll ist. Und wie lange hast du es jetzt schon? Ich habe es jetzt knapp, noch nicht ganz 2 Monate. Also ich habe es bekommen die 2. Woche nach dem Release. Also es musste dann erst noch aus Amerika mit meinen Eltern zurückkommen. Und habe schon das ein oder andere App für euch ausprobiert, sodass ihr heute ein paar Apps von uns gezeigt bekommt. Zum einen also unter anderem meine Favoriten. Es gibt natürlich noch viele, viele andere. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten App an, bevor wir noch ein paar Sachen zum iPad selber sagen. Ja, das erste App, was ich euch heute zeigen möchte, ist ein To-Do-App. Das heißt auch To-Do, das gibt es bereits schon auf dem iPhone und auf dem iPad. Und das Schöne ist, das synchronisiert auch eure To-Dos in den iCal rein. So, ich starte dieses To-Do-App mal. Und kannst du nur mit iCal synken oder gibt es auch, weiß ich nicht. Ich habe ja von dieser anderen Plattform gehört, Windows. Also diese andere Plattform, das kann ich jetzt niemandem wirklich sagen, muss ich zugeben. Das liegt wohl daran, dass ich einfach nicht Windows spreche, sondern nur Apple. Ja, wie ihr gesehen habt, normalerweise synchronisiert ihr direkt Änderungen bei dem Start mit meinem iCal. Und so kann ich natürlich dann auch auf mein iPhone synken. Das Schöne an diesem App ist zum einen, es ist einfach sehr schön anzuschauen. Es sieht so aus, wie man das aus einem normalen Ringordner kennt. Also ich glaube, das ist die einzige App, die von der Optik her den ultimativen Women's Acceptance Faktor hat, weil sie einfach auch, ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe das zu Hause mal angebracht, gesagt, hier, pass mal auf, elektronischer Kalender, und da hieß es dann, ja nee, und ich habe doch mein Filofax, und da ist dein Filofax, aber halt auf Steroiden. Richtig, so ist es. Also wie ihr sehen könnt, habe ich hier unterschiedliche Typen, wo ich To-Dos reinspeise, zum einen fürs Repetitorium, meine To-Dos und alle anderen möglichen Geschichten. Und ich sehe zum Beispiel Sachen, die ich zu tun habe. Zum Beispiel, die werden mir zum einen hier rot angezeigt und ich sehe sie auch hier, das Datum ist rot angezeigt. Das ist, wie gesagt, überfällig. Ich kann jetzt hier ganz normal das anklicken, dann bekomme ich hier die Informationen angezeigt, so wie man sich es vorstellt. Ich kann hier ein bisschen durchscrollen, ich kann mir jetzt eine E-Mail schicken dazu. Ich kann hier direkt anwenden, okay, das habe ich heute gemacht, kann ich auf Ja klicken, wird es verschoben. Wie ihr gesehen habt, hat sich das auch hier gleich geändert. So, jetzt sagt ihr, ja, schön, das ist jetzt noch nicht so spannend. Das Schöne aber an To-Do ist, es kann nicht nur einfache To-Dos verwalten, es kann auch unter anderem könnt ihr hier Projekte und Checklisten anlegen. Ihr könnt natürlich auch euch Informationen anlegen, wie zum Beispiel, wollt noch jemand eine SMS schicken oder so. Da seid ihr völlig frei. Das Coole ist, wenn ihr jetzt hier auf Checkliste klickt, könnt ihr jetzt hier eine Checkliste anmachen. Ich schreibe jetzt hier mal schnell Digital Upgrade und da seht ihr mal, wie das
besonders cool. Oh, hat er sogar erkannt. Zack, schnell gespeichert. Drück auf Sichern. Jetzt hat er hier eine To-Do-Checkliste an. Jetzt kann ich hier noch bestimmte Sachen einlegen, wie ihr das wahrscheinlich kennt. Ich möchte aber jetzt hier noch weitere Sachen hinzufügen. Ich sage, ich brauche noch Sachen, die ich mit ins Studio nehmen will. Dann klicke ich hier einfach rein. Öffnet sich das, habt ihr das gesagt? Ich muss es nochmal machen. Leider kann ich hier kein Shift drücken, ja. Genau, damit es langsam geht. Also ich klicke hier rein, es schlägt mir die Seite sozusagen auf. Ich kann jetzt hier auf das schnell anlegen, Zeug legen. Jetzt kann ich hier schnell Kamera, Connection, das ist hier doppelsprachig. Kit, soll ich Kästchen hätte ich nennen sollen? Kit mit zwei T, so wie der Kit, oh ja, ja, so gut. So, Return, zack, legt es mir an und Cola Light ist immer mit dabei, weil ohne Cola Light keine Party, wisst ihr ja, wie es ist. Zack, und ich habe jetzt hier die zwei Sachen angelegt, kann jetzt hier draufklicken, komme wieder zurück. Ich sehe, hier sind zwei Items drinnen, kann die natürlich jetzt hier auch anlegen und je nachdem, wie es ist, sehe ich dann, ob ich fertig bin oder nicht. Jetzt habe ich nur noch ein Item und. Ich kann natürlich hier noch ganz, ganz viele andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel hier nach Tags sortieren. Ich kann wahnsinnig viel einstellen, auch das ist schick gelöst, das ist einfach hier eingesteckt. Wie gesagt, ich möchte hier ein anderes Theme, ich kann hier alles individualisieren, ich kann sagen, ich möchte anderes Papier, ich möchte lieber dieses, ich möchte ein metrosexuelles Papier benutzen oder ich möchte einfach ein tristes Graues, wie mir das am besten gefällt, also ich bin hier völlig also frei in dem, muss, was ich mache. Man muss hier schon sagen, ohne jetzt mal wieder den Android-Liebhabern nahe zu treten zu wollen, aber man sieht hier wieder den großen Unterschied, wie eine iDevice-App aussieht und wie sie sich bedienen lässt und wie eine zum Beispiel Android-App aussieht. Also diese App ist, wie es mir scheint, von vorne bis hinten durchdacht und das nicht nur stürzt sie ab oder nicht, sondern auch, wie sieht sie aus und wie lässt sie sich bedienen. Also der Workflow stimmt hier einfach von vorne bis hinten und wir sehen hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig sehe, können wir hier auch so richtig Getting Things Done damit machen, wenn man das denn tun möchte. Wer das nicht kennt, googeln, funktioniert ganz toll. Ganz viele Sachen, ja. Cool. Ja, ich finde es besonders schön, da ich auf dem Mac, also ein Tipp von mir, ich benutze auf dem Mac Busycal und das ist toll, weil das synchronisiert einfach meine ganzen Sachen und ich habe keinen Stress. Also von meiner Seite her auf jeden Fall zu empfehlen. Das App ist noch nicht mal unglaublich teuer. Es kostet 4,99 €. Ich habe gehört, es soll da andere Projektmanagement-Apps geben, die da tatsächlich auch bis zu 15 € dafür verlangen. Man muss nicht so viel Geld ausgeben, wenn man das nicht will. Wenn man das nicht möchte. Ja, auf jeden Fall. Viele werden vielleicht jetzt sagen, 4,99 €, das ist aber viel Geld für so eine App. Beim iPhone darf sowas nicht mehr als 99 € kosten. Ihr müsst mal immer ganz kurz überlegen. Schaut mal, das ist mindestens die vierfache Menge, wenn nicht so die fünffache. Und plötzlich habt ihr fünfmal mehr als so ein iPhone. Und plötzlich rentieren sich dann auch so 4,99 € und das sind völlig gerechtfertigt. Also man muss einfach sagen, es ist eine andere Art von Applikation. Das ist jetzt schon, also die iPad-App kriegt schon den Spagat zwischen einer iPhone-App und einer echten Mac-Applikation. Und deswegen denke ich, ist es auch völlig in Ordnung, wenn man mal mehr als 2 Euro für eine Applikation ausgeben muss. Ja. So viel zu To-Do. Jetzt haben wir schon den ersten Use-Case irgendwie festgehalten. Man kann damit, ja, Dinge planen. Also es ist so ein Filofax, um es wieder zu sagen, auf Steroiden. Also es kann viel mehr. Ich habe halt einen Internetanschluss in meinem Filofax drin und habe da mein Telefonbuch mit drin und kann direkt dort Nachrichten raus verschicken und so weiter und so fort. Du benutzt es jetzt. Für was benutzt du es? Also ich bin der, vielleicht, wie kann ich das sagen? Zum einen benutze ich es natürlich wahnsinnig gerne, wenn ich unterwegs bin. Also ich habe ganz viele Sachen zum Lesen drauf, unter anderem Sachen, die ich von der Universität eingescannt habe, die gucke ich mir an. Natürlich auch Zeitschriften, seit kurzem jetzt auch im Store das Spiegel, das Magazin, zeigen wir euch später auch die Applikation noch. Aber ich benutze es auch, also seitdem ich das iPad habe, muss ich zugeben, sitze ich deutlich weniger Zeit vor meinem Mac und mehr neben meiner Freundin, allerdings sitzt das iPad auf meinem Schoß. Solltest du mit der Freundin tauschen, das habe ich gehört, das macht viel mehr Spaß. Werde ich dann mal demnächst ausprobieren. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe es noch nicht durchgespielt, das iPad. Alles klar. Ich hatte, als wir in den USA waren, eins für eine Woche und man gewöhnt sich wahnsinnig schnell dran. Also es wird plötzlich, dass man
egal wo man sitzt, man browst dann plötzlich mal im Netz oder man schreibt da doch mal eine E-Mail, weil die Tastatur ist tatsächlich wahnsinnig gut. Also besonders im Landscape-Modus ist sie wirklich zu benutzen. Man hat es vorhin bei dir gesehen. Man gewöhnt sich da ohne Quark echt schnell dran. Und so Kleinigkeiten wie Air-Video, also ich kann mir Videos einfach übers Netz streamen oder ich kann mir in anständiger Qualität YouTube-Videos anschauen. Solche Geschichten machen plötzlich viel mehr Spaß als auf einem iPhone. Auf jeden Fall. Also man merkt schon, ich habe am Anfang auch nicht dran geglaubt, dass man ein Gerät zusätzlich zu einem Fernseher und einem iPhone braucht, mit dem man sich tatsächlich Videos anschaut. Aber ich muss sagen, es ist schon wahnsinnig entspannt, weil es ist sehr handlich, es ist klein, es ist nicht so schwer, dass es stören würde. Und wenn ich es in der S-Bahn 20 Minuten schnell mal rausziehe aus der Tasche, dann muss ich nicht erst aufklappen, muss Angst haben, dass der Akku gleich leer ist, weil die Laufzeit des Akkus, Apple hat 9 Stunden versprochen und die 9 Stunden hält er auch. Also ich halte normalerweise ohne neuen Ladevorgang 4 Stunden durch. Und 4 Tage lang. Und das iPad? 4 Tage lang halte ich durch und das iPad mit mir und unter der eingeschränkten Bedienung auch 4 Tage. Das ist ja nicht schlecht, ihr seid ja schon ziemlich gut abgeglichen untereinander. Du benutzt es jetzt zum Beispiel auch in der Uni, benutzt es auch für Mitschriften oder machst du die noch, sag ich mal, manuell? Also ich habe bis vor kurzem es immer manuell gemacht, das liegt wohl daran, dass ich oft Text schreiben muss und dann noch auch Zeichnungen. Geht wahrscheinlich vielen so, die mathematische Formeln mitschreiben müssen, so wie ich, während das nicht Jura studiere. Habe ich gehört. Juristen machen müssen, sie müssen Text mitschreiben und dann, weil ihm plötzlich langweilig wird, weil sie es nicht mehr verstehen, so Strichmännchen malen. Richtig. Und das ist halt sehr wichtig. Einfach. Ja, total. Sonst versteht man ja den ganzen Zusammenhang nicht, weil woher wüsste man denn sonst, was eine Körperverletzung ist, wenn man sich das nicht bildlich vorstellt? Natürlich. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Applikationen, die auf genau diesen Anwendungszweck abzielen. Ich habe mir ein paar angeschaut, muss bis jetzt sagen, mir gefällt am besten Curse Notes. Das ist auch... Also ich sage mal, das sind wahrscheinlich eher die Curse Notes, weil die Curse Notes wären die Notizen zu den Flüchen. Weil ich würde Curse Notes sagen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einen speziellen Akzent habe. Natürlich. gut, wir schauen uns einfach mal an. Der Basti sagt, wie es App heißt. Das heißt Curse Notes und ich habe es noch nie gesehen vorher. Thank you. Weil ich kein iPad habe. Schade. Also ihr könnt... Oh, jetzt wäre die Zeit fürs Flattern. Also wie Flattern kriegt der Basti ein iPad. Oh ja. Yeah. Klären wir euch gleich. ja. Was man hier machen kann... Man kann sich unterschiedliche, unterschiedliche Blitze verschicken. Man kann sich unterschiedliche Notizbücher anlegen, quasi für seine verschiedenen Fächer. Ich habe jetzt hier Zivilrecht, mal kurz eins angelegt, dann bekomme ich hier die Hauptansicht. Ich kann jetzt hier bestimmte Sachen editieren, sage, das ist tatsächlich gar nicht Zivilrecht, sondern das ist eigentlich hier Boeing's TV. Ja? Boeing TV. Boeing TV, ja, ist nice. Boeing's TV. So, dann kann ich hier auch das Icon ändern. Es gibt hier ein paar so lustige Icons, die schon dabei sind. Das sieht auch toll aus. Eine Fahne ist toll so ausgewählt. Und drücke auf Done. Und jetzt kann ich hier eine neue Session anlegen. Ich kann jetzt hier eine neue Session, das blättert mir hoch, gebe einen Titel für den Kurs an. Das heißt, die neue Session wäre jetzt, also angenommen, du hast jetzt das Fach Zivilrecht und dann hast du jetzt die Vorlesung am Tag XY. Genau, wo wir jetzt über... Schadensersatz 280 Absatz 1 sprechen. Das kann ich jetzt hier in Informationen bitte zurückspulen, nochmal aufschreiben an die Warnposter, immer wieder angucken. Wichtig. Wir könnten natürlich, was auch immer interessant ist, über 437, da sind nämlich die Sachmängel geregelt. Ist aber auch egal. Ich kann jetzt hier einen Titel eingeben. Natürlich, da das iPad nicht sich an künftige Juristen wendet, gibt es keinen Ad. Also, gibt es schon, aber es gibt keinen Paragraph. Deswegen sagen wir immer Dollar, das ist auch besser. Ich meine, deswegen gefallen mir auch die Paragraphen über der 1000 besser, weil Dollar 1300 ist natürlich besser als nur 300. Natürlich. Ist klar. Ich gehe 1239 an und jetzt kann ich hier einen Text eingeben. Gebe es hier ganz normal einen Text ein. Also ich könnte jetzt natürlich hier reinschreiben. Und was jetzt schön ist, ich kann jetzt hier mal kurz auf Save drücken, dann habe ich hier den Text. Und jetzt fällt mir an, oh, ich muss hier eine Zeichnung dazu zeichnen. Drücke ich hier auf den Stift und kann jetzt hier einen To-Do-Note oder einen Sketch-Note angeben. Jetzt kann ich hier Sketch-Note machen. Dann öffnet sich hier mein Sketch-Fensterchen. Ich kann jetzt das hier wegmachen und kann jetzt hier, wie der Basti schon richtig gesagt hat, mein Strichmännchen malen. Und wenn ich jetzt so einen Pogo-Stick zum Beispiel habe, so einen Pogo-Sketch-Stylus, den es irgendwie für 10, 15 Euro bei einem deutschen großen Versandhändler zu kaufen gibt, dann ist das mit dem Zeichnen noch um einiges einfacher. Weil man halt einfach einen Stift in der Hand hat. Also es ist sehr schön geworden. Ja. Also ich glaube einfach mal, dass dieser Orang-Utan auf der rechten Seite mit einem Hammer dem anderen auf den Kopf schlägt. Richtig, richtig. Und man kann jetzt hier auch Bilder hinzufügen. Also es,
Es ist wirklich sehr gut gebraucht. Wenn ich jetzt hier auf Save drücke, ist das Schöne, dass das hier eine Timeline ist. Er hat jetzt gesehen, ich habe jetzt hier um diese Uhrzeit dieses Bild hier eingefügt und ich kann jetzt hier ganz einfach wieder weiter an dieser Note arbeiten und kann einfach hier weiterschreiben. Natürlich löschen kann ich auch und ganz viele andere Sachen machen. Ja. Was richtig schön ist, ich kann hier auch direkt Notes anlegen, zum Beispiel ein To-Do-Note. Kann ich hier einen Titel eingeben, keine Ahnung, Basti. Basati. Klappt alles gut, Hallo sagen. Das ist, weil es ist alles live, wie ihr wisst. Due-Date anlegen, sage ich, das ist auch heute 22.39 Uhr, super. Drück auf Save. So, habe jetzt hier, wie ihr seht, da unten das To-Do angelegt. Wenn ich jetzt auf Sessions zurückgehe, meinen Test auszeigen, kann ich hier direkt auch meine To-Do-Items anschauen, draufklicken, wieder draufklicken, sehe ich, bin ich hier, da war das, was ich noch zu tun habe. Also, ich kann natürlich so wahnsinnig gut meinen Tagesablauf verfolgen, was habe ich wann gemacht und kann so meine Mitschriften gut verwalten. Kannst du denn jetzt auch ein To-Do als erledigt markieren? Ich kann es löschen. Du musst es erstmal erfüllen, bitte. Erfüllen muss ich es. Ja, das geht bestimmt. Mach doch mal. Sitz mal, ich hab's aufgedrückt. Du musst mir jetzt Hallo sagen. Hallo Basti. Jetzt kannst du es löschen. So meinst du es. Danke. Das ist einfach. Gut, also ich kann mir also für verschiedene Unterrichtsfächer kann ich mir praktisch Notizbücher anlegen und dann dort meine ganzen Mitschriften reinpacken. Genau. Was sehr schön ist, immer wenn eine Woche vergeht, sagt einem To-Do natürlich nicht, sondern Course Notes, thank you, dass man die Notizen backuppen soll. Und dafür muss man nur auf OK drücken und das iPad mit dem Mac verbinden und dann, oder Mac oder Windows-Rechner, und dann werden die Daten abgelegt. Ja. So viel zu Course Notes. So, und ihr habt ja gesehen, ich habe noch kein iPad, ganz einfach, weil ich so ein armer Schlucker bin. Ich versuche ja natürlich immer wunderschön geheimnisvolle Fälle zu lösen mit meinen zwei Kollegen, Peter und Bob, aber leider reicht das Geld trotzdem nicht, weil wir nehmen ja nie Geld an. Und deswegen haben wir jetzt etwas ganz Neues auf der Webseite, und zwar einen Flatter-Button. Nachdem du jetzt so lange geredet hast, rede ich jetzt einfach und lass dich nicht zu Wort kommen. Gut. Der Flatter-Button ist was ganz Tolles. Wer es Englisch kann und mal wissen will, was das ist, der schaut sich mal die Folge 101 von Bitnapping TV, bitnapping.tv an. Da erkläre ich das mal kurz, aber ich sage es euch gerne auch nochmal. Und zwar der Flatter-Button ist eine Art Content-Flatrate. Ihr sagt zum Beispiel, ich möchte im Monat $2, $5, $10 für digitalen Content ausgeben. Und das heißt, ihr zahlt es da ein per PayPal. Und dann könnt ihr jetzt auf eine Webseite gehen, wie unsere zum Beispiel. Digital Upgrade wäre auch gegangen, hier haben wir es jetzt auch. Und ihr könnt uns, wenn ihr auf den Flatter-Button drückt, könnt ihr uns einen Teil dieses Geldes abgeben. Also angenommen, ihr sagt jetzt in einem Monat, ich habe da 10 Content-Creator gefunden, also zum Beispiel Digital Upgrade, dann vielleicht noch Touch Talk und noch Bits und so, und den gebe ich jeweils, die flatter ich jeweils, und angenommen, du hast gesagt, ich gebe jetzt $2 im Monat aus, du gibst jetzt an 3 Leute du flatterst jetzt 3 Leute, so nennt man das, dann kriegt jeder dieser Leute ein Drittel von dem Monats. Das ist ein bisschen Gehalt. So wie slappen. Slappst jetzt 3 Leute, dann hat sich das auf 3 Leute verteilt. Okay, das ist jetzt ein bisschen abgefahrene Erklärung. Das heißt aber natürlich im Endeffekt, es ist für mich, also ich persönlich habe momentan 2 Subscriptions für Podcasts, also 2 Abos für Podcasts, denen ich jetzt in jedem Monat x Dollar überweise, weil ich deren Arbeit gut finde. Das heißt, ich muss aber für jeden Podcast eine eigene Subscription erstellen und denen Geld geben. Davon kriegt PayPal wieder ein bisschen was. Und eigentlich ist das überhaupt nicht toll, weil vielleicht höre ich die jetzt mal 3 Monate nicht oder finde das, was sie in dem Monat gemacht haben, überhaupt nicht gut. Dann möchte ich ihnen vielleicht das nicht geben, aber jedes Mal die Subscription canceln, nee, muss nicht sein. Bei Flatter ist es eben ganz umgekehrt. Ich überweise einfach jeden Monat, sage ich mal, $2 oder habe halt vorher Guthaben. Und jetzt kann ich halt einfach jedes Mal, wenn ich irgendwas höre, was ich gut finde, drücke bloß auf den Knopf und schon bekommt der einen Bruchteil von meinem Pot ab. Das ist natürlich im Zweifel nicht so viel, wie wenn ich jetzt $2 im Monat insgesamt ausgebe, ist natürlich nicht so viel, wie wenn ich $2 pro Podcast ausgebe, aber die Hürde ist viel geringer. Also fällt mir jetzt viel einfacher zu sagen, das fand ich jetzt wirklich gut, was der geschrieben hat, was der für ein Video gemacht hat, was der für kostenlose Musik veröffentlicht hat, dem flatter ich jetzt mal eine, voll um die Ohren. Und von daher bringt es mir als Benutzer mehr, weil es für mich einfacher ist und ich so viel mehr meine Erkenntlichkeit zeigen kann, und für den Content, wie sagt man da auf Deutsch, für den Inhalteanbieter
Für den ist es natürlich auch viel einfacher. Das ist die Person, die die Inhalte bereitstellt. Vielen Dank, Dr. Jura. für den ist es natürlich viel einfacher, ein bisschen mehr zu bekommen, weil, wie gesagt, die Hürde geringer ist. Und es ist auch viel einfacher, so eine Subscription zu erstellen, weil das sind 2 Klicks und boom. Kann sich da jetzt mittlerweile schon jeder anmelden oder braucht man dann einen Invite? Momentan braucht man dann noch einen Invite. Also man geht auf die Seite und gibt da mal seine E-Mail-Adresse an. Das geht momentan relativ schnell. Schaut mal ab und zu in Twitter rein. Da sucht einfach mal nach Flatter und Invite. Flatter und Invite. Da wird gerade ganz viele Invites durch Twitter durchgeschwemmt. Also das sollte kein Problem sein, da relativ schnell an einen Account zu kommen. Ja, und wenn ihr gerade heute euer iPad bekommen habt und ihr euch denkt, Mensch, dauernd auf der twitter.com-Webseite zu twittern, macht überhaupt keinen Spaß, kann ich total verstehen, dann solltet ihr euch vielleicht den Twitter Later anschauen. Den habe ich mir nämlich auch, den habe ich auch käuflich erworben. Und warum der Twitter Later einer der coolen Twitter-Clients für das iPad ist, das zeige ich euch jetzt. Also ihr startet den Twitter Later, ihr kennt es, das hübsche Ei, das eigentlich eine Kartoffel ist. Das ist wirklich eine Kartoffel. So, ich mache mal hier kurz die ganzen Messages weg. Genau, boings, das ist gut. So, wir haben hier links, wie wir das kennen, das ist hier ganz normal die Timeline. Hier kann ich jetzt die ganzen Timeline anschauen von meinen Friends. Ich kann hier direkt meine Accounts wechseln, kann neue Accounts anlegen und habe hier auf der rechten Seite ein zweites Fenster, wo ich zusätzliche Informationen mir anzeigen lassen kann. Zum einen kann ich mir hier meine Direct Messages anzeigen lassen. Ja, danke. Ich kann auch mir die Mentions direkt anzeigen lassen, was natürlich relativ schön ist, dass ich, wenn ich jetzt eine neue Mention kriege, kann ich hier trotzdem die Timeline lesen und ich würde jetzt hier direkt die neue Mention sehen, muss dann nicht immer hin und her klicken, wie man das normalerweise kennt. Wer sich jetzt wundert, was Mention ist, hat nichts mit Maniac Mention zu tun, sondern das sind die früher sogenannten Ad Replies. Danke sehr. Gerne. Mr. Übersetzer. Natürlich kann der Twitter Later auch Drafts handhaben, das heißt, wenn ihr momentan keine Internetverbindung habt und trotzdem einen Tweet absenden wollt, dann könnt ihr die als geschriebene abspeichern und wenn ihr das nächste Mal Internet habt und die Applikation startet, dann werden sie automatisch versandt. Kennt ihr wahrscheinlich aus Twitter 3.0, kennt das App ja vielleicht schon. Natürlich könnt ihr auch direkt eure Listen euch anzeigen lassen, könnt ihr auf My Lists, was schön ist, ihr könnt hier sagen, Listen, die ihr selber followt oder Listen, die dir, also einem selber, in denen man Teile ist, die dir folgen. Das ist sehr spannend. Eine Neuerung, die ich auch seit fast noch in gar keinem Twitter-Client gesehen habe, sind Channels. Hier kann man zu bestimmten Keywords sozusagen sich die Informationen anzeigen lassen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier Food and Dining klicken. Jetzt bekomme ich hier noch eine weitere Auswahl, kann hier auf Restaurants klicken und jetzt bekomme ich hier Informationen von verschiedenen Restaurants, die eingetragen sind und kann jetzt sagen, Mensch, wurde gerade von einem Ice Cream Sandwich überrascht. Nicht schlecht. Ich würde mich jetzt auch über ein Ice Cream Sandwich freuen. So, dann gehen wir mal auf einen typischen Use Case zurück. Du bekommst jetzt einen Ad Reply, zum Beispiel von zu kurzer Nick. Der fragt uns jetzt, welche Screencasting Software benutzt ihr unter Windows? Das heißt, im Antworten genau, wir drauf. Wie wir das kennen, ich habe jetzt hier, kann ich mir die komplette Geschichte anzeigen lassen. Gab es natürlich noch nicht so viel. Ich kann mir die jetzt einfach als Favorit markieren. Ich kann jetzt hier natürlich Quoten, also alles, was man eigentlich kennt, ich kann es mir zu vor allem schön auch zu Instapaper direkt abschicken, dass wenn ich später in meinem Instapaper lesen möchte. Und ich kann hier zum einen einen normalen Reply senden und was auch ganz oft gebraucht wird, den Reply All, weil ich möchte ja vielleicht auch, dass der Basti die Antwort mitkriegt, dass er eben nicht nochmal antwortet. Jetzt habe ich hier beide hinzugefügt. Jetzt schreibe ich, was benutzen wir denn unter Windows? Camtasia. Camtasia. Studio. Studio. So, dann hat sich das erlegt. Ich habe das hier ausgefüllt. Und jetzt schiebe ich hier rüber. Das ist auch sehr schön. Das ist ein Slider, dass ich nicht währenddessen ich tappe, versehentlich auf den Knopf drauf drücke, was immer mal passiert. Da kam der Tweet direkt raus. Also man hat auch direkt gesehen. Also das funktioniert tatsächlich. Funktioniert auch so wunderbar schnell und sofort. Und es ist, also ich muss zugeben, das User Interface ist so ein bisschen gaga. Man ist es nicht gewöhnt, so ein User Interface, weil man zwei verschiedene Fenster hat. Was mich hier überzeugt hat, ist die Möglichkeit, den Hintergrund zu ändern, weil ich finde es immer so, man kann es nicht so richtig personalisieren. Mhm. Das Schöne ist, man hat hier die Möglichkeit, einen ganz normalen Wallpaper hinzuzufügen oder halt einfach
Bilder aus seiner normalen Library hinzuzufügen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt hier das Saved Photos, habe ich heute kurz bearbeitet, ein Foto aus dem Apple Store, dann wird das hier reingefügt. Und es gibt dem hier so ein bisschen so eine persönliche Note. Das ist natürlich das Schöne daran, was so eine iPad-App kann gegenüber von einer iPhone-App, weil auf dem iPhone wäre nicht genug Platz für solche Geschichten. Und wie man sieht, man hat hier einfach genug Platz, eine Timeline anzuzeigen und rechts daneben noch Zusatzfunktionen einzublenden. Wenn ich es jetzt nicht im Landscape-Mode habe, sondern ganz normal im Portrait-Mode, dann ist es so, dass ich unten einen Knopf einfach mehr habe und direkt auf die Friends-Timeline kommen, dass ich eben nur die Friends-Timeline sehe. Also ich kann das natürlich auch in der Portrait-Mode-Ansicht benutzen. Genau. Das zeigen wir euch jetzt nur nicht, weil das jetzt mit der Kamera ein bisschen schwierig ist. Also grundsätzlich, normalerweise hat jede von diesen Apps, die wir euch gezeigt haben, eine Portrait-Ansicht. In vielen Applikationen ist aber die Landscape-Ansicht um einiges angenehmer zu bedienen. So, dann sind wir mit dem Twitter-Later durch und jetzt wollen wir Dinge anschließen. Oh Gott! Was haben wir denn für Dinge? Tada! Das Camera Connection Kit. Ich habe gehört, die gibt's gar nicht mehr. In Deutschland sind die gerade ein bisschen schwierig zu bekommen. Ich weiß nicht, ob man sie gerade sehen kann. Hier so. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unscharf. Solltest du auf. Oh, jetzt werden wir hier aber ganz advanced. Ich muss das nur mit hinbekommen. Ja, es ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Ja. Also es sind zwei so kleine weiße Dinger. Die haben so Löcher. Ich versuche das nochmal. Komm. Na komm, komm. Zeig dich. Nee, ich möchte nicht. Gut. Es sind zwei kleine Dinge. Eine mit einem USB-Anschluss, eine mit einem SD-Kartenreader. Und der Name sagt es schon, das Camera Connection Kit. Was kann man damit wohl am besten connecten? Kameras. Woo! Auf jeden Fall Fotokameras zumindest. Dann machen wir das auf jeden Fall mal. Man kann sogar auch Kameras, die Dateivideos, also so eine ZI-8, wie wir zum Beispiel vorgestellt haben, kann ich da auch rankleben. Und da kann ich sie sogar hinhängen. Kamera? Von einem bekannten Kamerahersteller. Der mit N anfängt und mit Icon aufhört. Den Rest könnt ihr euch selbst überlegen. Die steckt man da an. Genau. Und dann gibt es hier das Zauberinterface. Was wir dazu sagen müssen, auf dieser Speicherkarte in der Kamera sind momentan RAW-Bilder. Da sind keine JPEGs drauf. Das heißt zum einen, es dauert länger. Das heißt aber zum anderen, ich kann hier mit diesem Gerät RAW-Bilder mir von der Kamera runterladen. Und boom, da habe ich jetzt Bilder, die ich in Austin gemacht habe. Und jetzt kann ich sagen, gut, ich möchte mir jetzt Bilder importieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte alle importieren. Ich kann also sagen, okay, ich finde das jetzt besonders schön, das ist besonders schön geworden. Und dann schauen wir uns vielleicht noch hier so ein bisschen diese verrückte Installation an. Dann haben wir noch ein Foto, das du nachher auch dann bearbeiten kannst. Da hat jemand schon direkt mitgedacht. Aber ich denke, da ist das da oben schon ganz gut. Dann nehmen wir noch das hier mit. Und also ihr seht, es sind hier ganz, ganz viele Bilder drauf. Und nehmen wir noch so ein bisschen was Verrücktes. So, und jetzt gehe ich hin und drücke auf Importieren. Auswahl importieren. Ich hätte jetzt auch alle importieren können, aber das wollte ich jetzt nicht. Der braucht jetzt ein bisschen, natürlich abhängig von der Größe der Dateien, ist natürlich bei RAW-Bildern deutlich länger als bei JPEG-Bildern. Ja, deswegen warten wir jetzt ein bisschen, drehen ein bisschen Daumen, gucken, wie schnell er ist. Ich frage mich ja nur, wieso gibt es keine Anzeige? Du meinst, so im Portvergang, so, die möchte ich behalten. Wie meinst du Anzeige? Anzeige, wie lange es dauert. Achso, ja. Sagen wir mal so, ich nehme mal an, so mit einer 4.0 sieht das wahrscheinlich wieder ganz anders aus. So, dann gehen wir mal zurück auf Fotos. Und jetzt muss ich die noch finden. Zwischen ganz unten. Sind schon ein paar Fotos drauf. Da waren sie doch, oder? Sieht man das nicht? Vielleicht, ich gucke mal kurz bei allem. Sieht man das hier so vielleicht ein bisschen? Letzter Import. So, gut. Sehr schön, da sind sie jetzt auch. Und jetzt kann ich mir die natürlich, und da haben wir gleich noch die Foto-App eingebaut, jetzt kann ich mir auch mal die Fotos angucken, die so auf dem Gerät drauf sind. Also die ich gerade importiert habe, und zwar halt in ansehnlicher Größe. Also das sieht schon nach was anderem aus als so ein kleines iPhone-Display. Ich möchte das mal wieder kurz hier im Vergleich dazu halten. Das ist einfach mickrig, was das angeht. Und plötzlich kann ich halt Fotos so richtig herzeigen. Und jetzt habe ich sie schon drauf kopiert, jetzt könnte ich sie nachher noch bearbeiten. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir noch etwas gestehen. Das Ding ist eigentlich nicht nur ein Camera Connection Kit. Das ist wahr. Natürlich hat das iPad, legt hier eine bestimmte Spannung an. Ja? Sonst würde das ja auch nicht mit USB funktionieren. Das Schöne ist, diese Spannung können natürlich auch andere USB-Geräte nutzen. Zum einen, um aufgeladen zu werden und zum anderen, um einfach benutzt zu werden. So, stecken wir hier mal den Kasten ab. Hier. So, fangen wir mal an. Welches Gerät würde zum Beispiel aufgeladen werden wollen? Und dann zeigen wir gleich noch ein zweites Gerät. Genau. Welches Gerät möchte man denn eigentlich, wenn man unterwegs ist, aufladen?
Natürlich sein mobiles Internet, das man nicht im iPad bekommen hat, da man 16 GB haben wollte und es schon ausverkauft war. Gib doch mal das Kabel her. Das ist ganz toll. Also Tino hat hier ein Wi-Fi-Modell und nein, dieses USB-Kabel bitte, damit wir es mal kurz anschließen können. So, das hier meinst du. Genau. Und wir können jetzt also hingehen. Der Akku hält sowieso länger als einen Tag und jetzt laden wir dieses Gerät auf, indem wir es einfach da anschließen. Und wir sehen jetzt, ich halte es mal wieder da rein, er hat plötzlich Strom bekommen und wird aufgeladen. Das ist schon mal wahnsinnig super. So ein Gerät ist übrigens sowieso grundsätzlich ganz toll, weil wenn man nur ein Wi-Fi-Gerät hat, hat man das dabei und hat immer einen WLAN-Hotspot in der Hosentasche. Genau, und kann noch 5 Leute mit ins Internet nehmen. Wow, das können wir also praktisch sogar verkaufen dann. Gut, das ist jetzt die erste Sache. Da passiert jetzt natürlich hier am Gerät nichts. Was sollte auch passieren? Er lädt ja jetzt gerade nur. Aber man kann andere Dinge anschließen und es passiert plötzlich was. Zum Beispiel das, was du uns gerade hier schon sonst hergeholt hast. Ich fahre das mal wieder ein bisschen in die Kamera rein. Was ich sonst noch hergeholt habe? Das hier. Was das ist das? Das Griffin iMic. Das ist ein kleines Audio-Interface, das über USB funktioniert, hat ein In- und ein Out. Das heißt, ich kann da Kopfhörer anschließen oder aber auch ein Mikro anschließen. Gut. Das kann ich jetzt hier reinstöpseln. Und gut, wenn ich jetzt einen Kopfhörer oder Boxen dran angeschlossen hätte, könnte ich jetzt ein iPod aufmachen. Wie schade, dass man nichts hören kann, müssen wir auch nichts in die GEMA bezahlen. Super. Das heißt, wir drücken jetzt mal auf. Wir wollen das jetzt anhören und gehen das hier wieder zurück. Das ist ein riesengroßes. Hast du mal gesehen, wie groß dieses Album ist? Das ist schon ganz schön groß. Jetzt sehen wir das nur leider nicht so wirklich. Wo er es spielt, aber wir hören schon, er spielt hier nichts. Also wenn ich jetzt lauter drehe, man hört hier nichts. Das liegt ganz einfach daran, dass es hier rausfällt. Wir zeigen euch jetzt mit Absicht nichts, weil ihr kennt ja die GEMA, wie lieb sie uns immer hat, für solche Dinge. Und dasselbe würde jetzt auch funktionieren, wenn ich hier ein Mikrofon anschließen würde. Dann könnte ich jetzt in irgendeine Applikation, die Ton aufnehmen kann, gehen und dort Ton aufnehmen. Wir haben jetzt hier kein Mikro dran, das macht aber nichts, weil wir haben ja noch was, was wir hier anschließen können. Natürlich. Steck mich mal ein bisschen. Und ich stecke das hier mal aus. So, ja, das ist wir alles dabei haben. So, hier ist bei uns im Studio rumliegt. Wir haben ein ganz normales Headset, das per USB geht. Ein Logitech-Headset in dem Fall. Oh, ich mache einfach mal das Bildschirm aus. Oh, das ist aber eine hübsche Frau. So, und jetzt könnten wir halt sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel eine Audio-Notiz aufnehmen. Dann machen wir eine neue Notiz, machen hier oben Audio-Notiz. Und jetzt nimmt er dieses Gerät nicht. Gut, das ist jetzt ein besonders schöner Vorführeffekt, sag ich jetzt mal. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum er es macht. Beim Test vorhin hat er es gemacht. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Also normalerweise, ich weiß nicht, warum man es jetzt nicht tut, haben wir es angesteckt, bevor Evernote gestartet war oder nicht? Wir haben es angesteckt, bevor Evernote gestartet war. Dann weiß ich es nicht. Also ich habe das vorhin getestet und es funktioniert mit diesem Headset ganz, ganz toll. Haben wir vielleicht noch irgendein anderes App, das Audio aufnehmen kann? Gibt es irgend sowas? Ja. Der BeatJive kann es. Der BeatJive kann es? Ja, der BeatJive kann es. Kann ich mal BeatJive öffnen? Kann er, was alles kann, ey. So, dann muss ich hier in den Text, müssen wir warten, bis wir connected sind. Klicke dich mal an. Und dann kann ich hier reinklicken. Und dann, ich habe das letzte rausgefunden. Naja. Tja, das war irgendwie. Es gibt so viele Apps. Ich bin natürlich nicht online, das ist natürlich ein bisschen. Ah, hier oben, schau, da oben ist der Knopf. So, ja, warte. Er macht es trotzdem nicht. Gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das hat funktioniert. Also ich habe vorhin ein TruePhone-Telefonat mit einem anderen iPad gemacht über dieses Gerät und das hat ganz toll funktioniert. Das nennt man als einfach Vorführeffekt. Ihr müsst uns das glauben. Wenn ihr das nicht glaubt, dann könnt ihr uns gleich wieder unabonnieren. Also ganz ohne Flachs. Normalerweise funktioniert es. Ich weiß nicht genau, warum. Wir hätten natürlich mit Musik zeigen können, dass wenigstens das rauskommt. Aber das glaubt ihr uns jetzt einfach. Und wer es uns nicht glaubt, der probiert es einfach selbst aus. Also wie gesagt, das Camera Connection Kit kann sehr viel mehr als nur Kameras anschließen. Hoffen wir einfach, dass Apple das nicht in Zukunft ausbaut, weil sonst ist es plötzlich nur noch ein Camera Connection Kit. Das wäre ein bisschen schade. Ich würde zwar genau das machen, was drinsteht, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Gut, Camera Connection Kit. Wir haben jetzt vorhin Fotos importiert. Ja, was kann man mit so Fotos machen? Natürlich kann man sie bearbeiten. Es gibt auch wieder eine unendliche Zahl von Applikationen, mit denen man Fotos bearbeiten kann. Dürfte ich kurz nachfragen, was das hier so sollte? eins der coolsten ist natürlich Photogene. Und deswegen zeigen wir euch das jetzt, wie es funktioniert. Das ist tatsächlich auch die einzige App, die ich selbst bedienen kann. So, ich nehme mal zum Beispiel dieses Ding. Wer Photogene auf dem iPhone schon kennt, der wird hier nicht wahnsinnig überrascht sein. Ich kann Dinge machen, wie zum Beispiel das ganze Bild rotieren.
wenn es jetzt zum Beispiel ein Hochkantbild ist und das stimmt hier einfach nicht, ich kann es auch beschneiden. Also ich sage jetzt hier zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt irgendwie nur hier so ein ganz breitbildiges Bild haben. Und schön, ich habe auch da auf der Seite so Vorauswahlen, was zum Beispiel passt. Genau, also man könnte jetzt hier direkt sagen, ich möchte jetzt ein Quadrat haben oder ich möchte jetzt ein 16:9 haben. Genau sowas möchte ich jetzt, ein bisschen größer vielleicht. Das war besonders klug. Da hat der Fingerclown zugeschlagen. Machen wir das ein bisschen größer. So sagen wir, so wollen wir das, dann kroppen wir das jetzt einfach mal. Und jetzt können wir halt verschiedene Dinger noch machen. Also es gibt verschiedene vorgefertigte Funktionen. Also beispielsweise, sagen wir mal, ich möchte das Ganze jetzt sehr psychedelisch haben, dann wähle ich das psychedelisch. Makros nennen sie es, das sind Voreinstellungen im Endeffekt. Machen wir das mal lieber ein bisschen kräftiger. Ja, das denke ich ist in Ordnung. Und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen weiter bearbeiten. Es gibt verschiedene Filter, also zum Beispiel eine Heatmap, also eine Hitzeanzeige, für was man es auch immer haben möchte. Das ist jetzt völlig außen vor. Also es gibt hier verschiedene Filter, die man halt vielleicht aus dem ein oder anderen Bildbearbeitungsprogramm auch kennt. Ich kann an den Farben ein bisschen rumdrehen, wenn ich das möchte. Also wenn ich sage, okay, das ist mir jetzt nicht hell genug, dann kann ich ein bisschen an der Exposure regeln. Hier müsst ihr allerdings aufpassen, obwohl das RAW-Bilder sind, die wir vorhin importiert haben, andere Applikationen bekommen die RAW-Daten nicht zu sehen. Das heißt, wenn ich hier an der Exposure drehe, dann macht er das nicht aus dem RAW-Bild raus, sondern er interpretiert hier an dem JPEG rum. Das heißt, es ist halt im Zweifel nicht so gut. Das soll mit... Für alle Profi-Fotografen genau, war diese Information... Sehr wichtig für den Rest, der kann einfach so tun, als hätte ich die ganze Zeit nur den Mund bewegt und es hätte quark, quark, quark gemacht. Das funktioniert in Filmen auch oft sehr gut. Ich kann jetzt hier noch die Farbkurven ändern. Die leider, sie brauchen nur ein bisschen. Du musst halt immer loslassen. Genau, also ich lasse jetzt hier los und dann ändert sich was. Wer mit solchen Kurven, Belichtungskurven, was anfangen kann, für den ist das ganz Allertollste. Für alle anderen, die spielen einfach damit rum und freuen sich, dass es heller geworden ist. Das funktioniert meistens auch sehr gut. Ganz zum Schluss haben wir hier noch solche schönen Sachen wie also Formen, die wir einfügen können. Na, willst du da rauskommen? Jetzt können wir dann noch ein bisschen größer machen. Und dann können wir uns irgendwas Cooles reinschreiben. So, ich liebe rote. Na? Das macht er automatisch, weil es auf 3.2. So, Return. Nein, Return brauche ich gar nicht. Das brauche ich die Tastatur jetzt gar nicht mehr. Danke, auf Wiedersehen. So, und jetzt können wir hier den Text noch rot machen. Oh, das ist ja hübsch. Rosa. Oh, sieht fast ein bisschen aus wie so ein Gummibärchen. So, dann machen wir das wieder ein bisschen kleiner. Wunderbar. Jetzt machen wir da noch einen Rahmen drumherum. Und dann ist die Sache eigentlich auch schon gegessen. Was nehmen wir hier, dieses Ding? Oh, wundervoll. Ist das nicht toll? Und jetzt haben wir dieses Bild fertig bearbeitet. Und jetzt können wir es speichern. Und wenn ich mich recht erinnere, war es das hier, der Speichern-Knopf. Das heißt, ich kann jetzt überlegen, welche Art, welche Auflösung möchte ich speichern. Originalauflösung ist ganz toll. Ich drücke auf Save. Da sind wieder die Daumen. Und es ist gespeichert. Jetzt finde ich es auch wieder in meiner Foto-Applikation. Man sieht schon, man kann relativ viel damit machen. Also wenn man jetzt so ein bisschen künstlerischen Anspruch hat, dann wird das auch schöner als das, was ich hier gerade getan habe. Das sind halt die Kreativen unter euch mal wieder gefragt. Und spielt damit einfach rum. Das ist ein wahnsinnig schönes App. Und ich finde, das Beste, was es momentan auf dem iPad dafür gibt. Auf jeden Fall. Was ich sagen möchte, ist... Für jeden Hobbyfotografen ist hier auf jeden Fall ein super Anwendungszweck für das iPad. Und so, ich sag mal, ein Laptop mitzunehmen ist doch immer ein bisschen unhandlich. Gut, ich habe meine Fotokamera schon dabei, mein Stativ, dann habe ich noch meine Linse dabei und vielleicht noch den Blitz. Und dann muss ich noch einen Computer mitnehmen, der, wenn er jetzt ein bisschen wie die meisten, keiner hatten oder nur wenige haben, alle aktuellsten Mac, der 8 Stunden durchhält. Und dann möchte ich die Fotos bearbeiten und jeder, der schon mal auf dem Mac oder auf dem Windows-Rechner oder auf einem Notebook Fotos mit Photoshop bearbeitet hat, der weiß, diese Applikation oder dieses Programm zieht einfach wahnsinnig viel Strom. Und da kann ich natürlich mit dem iPad die Fotos direkt draufspielen und zack, schnell bearbeiten, habe ich gleich ein ansehnliches Ergebnis, das ich auch tatsächlich rumreichen kann. Ja. Und das ist natürlich wieder der große Bildschirm vom iPad, da kann sich's auch mal die Oma angucken, ohne dass sie da... Was ist jetzt dich? Also, aber nur mit dem Ton. Nur mit dem Ton natürlich. Gut, so viel zum Thema Fotos. Und jetzt haben wir uns schöne Bilder angeguckt und wir haben schöne To-Dos gemacht. Und was ist eigentlich die... Für was...
Für wen ist das iPad denn eigentlich der Messias? Für alle, die wahnsinnig gerne News lesen und eigentlich lesen. Also der Messias lesen. Ist ja eigentlich für die, die die News und die Textsachen veröffentlichen. Ach so, nein, das sind die, die gerettet werden. Genau. Also deswegen ist er der Messias. Ja, ich kenne mich mit diesen Kirchenschmarrn nicht aus. Ganz ehrlich, solche... Okay, ich führe jetzt keine Ausführungen. Gut. Also. Also wenn ihr mal nicht... Nein, den sage ich jetzt auch nicht, den schlucke ich runter. Solltet ihr auf jeden Fall im Internet Sachen publizieren, dann ist es natürlich großartig, denn ihr könnt sie auf dem iPad auch anschauen und habt dadurch vielleicht eine neue Käuferschicht gefunden. Kostenlose Informationen gibt es hauptsächlich auf Newsseiten und die werden in 99,9% aller Fälle als RSS-Feeds angeboten. RSS-Feeds sind natürlich nur XML-Dateien und nicht so spannend anzuschauen, wie sich das wahrscheinlich anhört. Aber es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, das interessant aufzubereiten. Eine Möglichkeit hat Early Edition erkannt, und zwar diese bereitet RSS-Feeds als Newspaper, als Zeitschrift, Zeitung auf. Wow. Wenn ich diese Applikation jetzt mal starte, dann lädt er natürlich zunächst meine ganzen Feeds, die da drinnen sind, und zeigt mir dann die hier auch an. Das Schöne ist natürlich, ist jetzt im Portrait-Modus ist es ein bisschen langweilig. Ich finde es im Hochkant-Modus ist blöd. Im Portrait-Modus ist eigentlich der, den ich sagen wollte. Im Landscape-Mode, in dem Weitbild-Modus ist es ein bisschen langweilig. Im Hochkant-Modus ist es eher wie eine Zeitung Hand zu haben. Aber wie ihr jetzt hier sehen könnt, könnt ihr euch alle Feeds anzeigen lassen oder einzelne. Und was natürlich jetzt unglaublich cool ist, schiebt da mal ein bisschen rum, dass ihr ein bisschen rumfährt. So. Könnt ihr jetzt hier schauen, was habt ihr? Ihr seht es schon, das ist The Early Edition, als wäre es eine echte Zeitung, die ihr hier auf dem iPad abonniert habt. Ihr könnt jetzt hier einfach durchblättern. Es blättert auch um, wie ihr sehen könnt, so wie man das halt eben kennt. Jetzt kann ich hier eine neue Nachricht mir anschauen, zum Beispiel hier. Oh, das ist gut, US-Militär ist nie schlecht. Ich meine, wir müssen uns sicher fühlen, wir sind im Krieg, also zumindest in Amerika, wir wahrscheinlich auch. Drücken jetzt hier, wir haben jetzt hier nur die Information aus dem RSS-Reader. Oder aus dem RSS-Feed. Das ist natürlich ein bisschen wenig gut. Blitzschnelle Angriffe interessiert mich. Jetzt kann ich hier auf View Original klicken. Zeige mir das Original an. Jetzt lädt sich hier im Hintergrund kurz die Webseite. Und jetzt kennen wir das natürlich, wofür das iPhone auch schon bekannt war. Ich klicke jetzt hier doppelt drauf. Bekomme jetzt hier den Text. Kann mir den Haupttext anschauen. Kann hier die Bilder mir angucken. Kann das Ganze mal durchlesen. Bin jetzt fertig mit dem Lesen. Kann jetzt hier noch den Schmarrn mehr anschauen. Kann jetzt hier direkt... Das ist es... Es wird noch ausgebaut, ich habe mit den Jungs schon geredet. Man kann es ja momentan nicht twittern. Das ist ja wirklich schade. Aber die nächste Version, sie haben es mir versprochen, gibt es auch eine Twitter-Anbindung. Jetzt kann ich sie einfach schnell zu Instapapers schicken. Das sind meine Login-Daten, wer sich anschreiben will. Viel Spaß. Du könntest natürlich den Link kopieren und nachher in deinen Twitter-Client zurückgehen. Natürlich, könnte ich auch machen. Dass der Artikel da nicht vollständig drin ist, liegt nur daran, dass der RSS-Feed von Spiegel zum Beispiel den Artikel nicht vollständig anzeigt. Wenn ich mir jetzt hier beispielsweise einen anderen Artikel anschaue, der da ein bisschen hipper ist und es anders macht, zum Beispiel hier vom, den kennt ihr wahrscheinlich, ein oder andere kennt den iPhone-Blog, hier kriege ich auch auf der Seite direkt den kompletten Artikel angezeigt und auch die Bilder. Seht ihr ganz unten, was da ganz unten ist? So ein Flatter-Button. Ist das nicht toll, um daran nochmal hier die Kurve zu bekommen? Vielen Dank. So. Genau. Ich sehe natürlich hier, kann ich auch sagen, ich möchte jetzt nur Politik aus der FAZ, bekomme das auch direkt so angezeigt. Das Schöne ist natürlich, ich habe hier kleine Nachrichten, große Nachrichten, ich meine, das ist schön aufbereitet einfach. Es macht nichts anderes als jeder RSS-Reader auch. Aber nur, halt in schön. Nur halt in schön, richtig. Ja, also wer RSS gerne RSS-Geschichten liest, der ist hier auf jeden Fall toll aufgehoben. Und das Schöne ist, er sieht oder merkt sich, was hat er aktualisiert, und ich kann jetzt an Tage zurückspringen. Ich weiß hier, da oder waren noch Informationen, und zack, schlägt er mir die auf. Hier sind zwei hier unter Politik und FAZ von der FAZ und natürlich auch die ganzen anderen, und ich kann hier wieder durchschlagen. Schön. Was kostet der Spaß, weißt du es? Nein. Gut, könnt ihr dann auf unserer Seite finden. Ihr findet übrigens alle Applikationen, die wir vorstellen, unter diesem Blogartikel auf digitalupgrade.de direkt verlinkt. Wenn ihr die Applikation über diese Links kauft, dann kriegen wir auch irgendwie 2 Cent und einen Schlag auf die Fußsohle von Apple dazu, die wir natürlich von Steve mit Handkuss entgegennehmen. Und ihr zahlt nicht mehr, ihr helft uns dabei ein bisschen, wenn ihr das macht, flattert. Und dann noch tolle Produkte, wie zum Beispiel das Camera Connection Kit und dieses
und irgendwelche tollen Sachen, die wir euch auch in Redfin über die Amazon-Affiliate-Links kaufen, dann werden wir diese Sendung in Zukunft aus einem Ferrari machen. Oh, geil. Ha, ist das nicht toll? Ja, gut, dann kommen wir zu dem Druckwerk, das es jetzt nicht mehr gedruckt gibt. Nein, es gibt schon noch gedruckt. Hauptsächlich. Aber hier im iPad gibt es natürlich nicht gedruckt. Ich möchte eine kurze Geschichte dazu erzählen. Es ist ja so, dass die Printmedien des iPad als den Messias, wie der Basti schon gesagt hat, auch wenn wir, also Messias ohne katholischen Glauben, also grundsätzlich als das Heiligtum aller gläubigen Menschen ansehen. Da gespannt, ist wie du aus dem Loch wieder rauskommst. Dass sie nicht nächste Woche Insolvenz anmelden müssen, sondern plötzlich auch wieder, wie wir dann aus Ferraris rauswinken können. Ja, und ich hatte die Angst, dass die Leute das einfach nicht verstehen. Dass sie meinen, sie können hier uns, ja, PDF-Dateien einfach in so eine Applikation reinstecken und dann für den gleichen Preis verkaufen, wie sie normalerweise die Print-Ausgabe verkaufen. So nicht, meine Freunde. Wir sind iPad-User. Wir geben hier einen Haufen Geld, einen kompletten Hartz-IV-Lohn oder zwei, wenn jemand den großen gekauft hat, aus, um Zeitschriften zu lesen. Und wir möchten diese Zeitschriften auch dementsprechend aufbereitet haben. Also, nehmt euch ein Beispiel an der Spiegel-Applikation. Der hat es nämlich richtig gemacht. Die Jungs beim Spiegel, die haben das einfach verstanden. Man kann sich zum ersten Mal die Hauptseite anzeigen. Wäre vielleicht nicht schlecht, sage ich mal, weil nicht mehr drin einsteigen. Man kann hier was Schönes, man kann sich ein Demo-Heft herunterladen. Man kann sich auch immer von der aktuellen Ausgabe das Inhaltsverzeichnis anschauen und man kann, das, wenn ich jetzt hier mal auf Angebote klicke, das ist das, was sie auch befürchtet hat, dass man immer ein Abo haben muss, aber es ist eben nicht so. Man kann sich auch die einzelnen Zeitschriften kaufen und das nicht zu einem höheren Preis, sondern zum gleichen. Gut, das heißt aber natürlich auch nicht zu einem geringeren Preis. Das ist natürlich, richtig. Wenn wir jetzt überlegen, die Leute müssen das nicht mehr drucken, könnte man jetzt sagen, sie haben natürlich Angst, dass ihnen da plötzlich Leute sagen, oh Mensch, ich krieg's auf dem iPad jetzt plötzlich für die Hälfte, da bezahle ich natürlich nur noch auf dem iPad und plötzlich haben sie die ganzen Druckmaschinen da rumstehen und sagen, zum Thema Druckmaschinen, man kann ja auch ganz toll sehen, wann hier wann das Ding zur Druckerei geht und zwar samstags um 22 Uhr, weil ab da kann man die digitale Ausgabe lesen. Genau. Das heißt, man ist also schon am Montag, wenn alle anderen sie gerade erst im Postfach finden, hat man sie schon durchgelesen und kann sich dann den Rest der Woche denken, schade, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Dafür hat man aber dann Early Edition und kann doch, also ist, da schließt sich der Kreis wieder. Aber gut, zurück zum Spiel. Also wir klicken jetzt hier auf Ausgabe lesen, dann müsst ihr mir jetzt, ich habe den einfach schon mal runtergeladen, was will er jetzt von mir? Also red nicht mit mir, mach es auf. Gut, weiterlesen, ich habe das jetzt mal alle Meldungen ausgeblendet, ihr habt sie nie gesehen. Richtig. Hier habe ich jetzt den Artikel. Es ist auch wieder so eine Applikation, die ich empfehlen würde, im Portrait-Mode zu benutzen. Aber Portrait-Mode ist der Hochkant-Modus. Ja, ist okay. Auch so. Ja, danke. Das nur. Vielen Dank. Den Fehler mache ich nur einmal. Ich kann jetzt hier direkt die Inhaltsangabe mir anzeigen lassen. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt hier nur die Trends lesen, dann springe ich direkt zu dem Artikel. Das war jetzt natürlich ein bisschen langweilig, nur eine Seite. Dann springt er zum nächsten Artikel und so weiter und so weiter. Ich kann hier mir die Schrift größer machen. Wenn ich sage, ich sitze in der S-Bahn und möchte es nicht mir vors Gesicht halten, sondern an meinem Schoß legen, dann kann ich mir die Schrift größer machen lassen. Passt. Ich kann die Helligkeit in der Applikation regeln. Das heißt, wenn ich im Bett am Abend liege, dann muss ich nicht erst in die Systemeinstellung zurück, um die Helligkeit runterzuregeln. So ist es. Das, was mir auch sehr gut gefällt, ich habe hier unten noch mal eine Einblendung, wo ich hier tatsächlich die Artikel in den Hauptartikeln sehe, also mit Bildern, dass ich mir besser was drunter vorstellen kann, weil wenn man Inhaltsverzeichnis ist immer mal so, dass man sich da schwer tut. Dann klickt man hier auf den EZB-Präsidenten, jetzt kriege ich hier den Artikel, kann mir das Bild hier direkt groß anzeigen lassen und ich bekomme den Text so aufbereitet, dass ich mich nicht anstrengen muss. Ich habe den direkt aufbereitet, ich kann ihn einfach durchlesen, kann ihn groß und klein machen, er passt es automatisch an die Größe, also so muss es ausschauen. Viele andere Applikationen in dieser Art gibt es auch schon. Es gibt zum Beispiel die GQ, es gibt die Men's Health, es gibt ganz viele englischsprachige Zeitschriften, die ähneln sich alle von der Idee her, nur das Bedienkonzept ist immer mal ein bisschen anders. Mir gefällt der Spiegel, weil er einfach relativ einfach zu bedienen ist und ich diesen tollen Knopf habe, den ich einfach super finde. Die App selbst ist kostenlos? Die App selbst ist kostenlos.
die Demo-Ausgabe damit logischerweise auch. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn man verschiedene Accounts benutzt. Aber das kann ja bei Gelegenheit mal jemand ausprobieren. Das kann ja mal passieren, sage ich mal. Also nein, wir wollen euch da natürlich... Wer den Inhalt zu schätzen weiß, den sind 3,99 im Monat nicht so viel. In einem Tag dessen, dass man... In der Woche, das ist... Wenn du nur einmal im Monat liest. Ja gut, das stimmt natürlich. Also 3,99 im Jahr ist dann natürlich gerechtfertigt. Das Schöne an der Sache ist, wenn jemand lang braucht, dann braucht ihr so einen Spiegel schon mal ein Jahr. Ja, natürlich. Ja, das Schöne vielleicht ist... Vielleicht sollte der dann doch auf eine andere Applikation zurückgreifen, die es im iKiosk als PDF-Datei zum Lesen gibt, nämlich die neue Ausgabe der Bild-Zeitung hier zu sehen als wunderbar ist aufbereitete... Mit den ausgeblendeten Möpsen, das ist ja super. Nicht super. Und wie schön das auch ist, einfach so eine Zeitung zu nehmen, sie abzufotografieren in 6x8 Meter und dann so reinzoomen zu müssen, damit ich die Artikel lesen kann. So ist es natürlich fast schon perfekt gelöst. Also hier schließt der Kreis wieder. Ihr habt gesehen, wie man es macht und ihr habt gesehen, wie man es nicht macht. Das ist dann man kann aber hier auf Einstellungen drücken. Und dann hat man hier so hübsche einen Ausschalter für Zeitungen, die man nicht vom Start ab laden will. Gut, dann nehmen wir direkt die Bild raus. Und die Welt kompakt, die Welt am Sonntag. Berliner Morgenpost, wenn wir nicht lesen, das Hamburger Abendblatt ist auch so ein... Ding. Gut, so, aber jetzt können wir dann auch den Push bei allen anmachen, damit wir wissen, dass wir nichts laden wollen. Das ist eine sehr gute Idee. Gut, wisst ihr, wie es nicht funktioniert. Und jetzt müssen wir langsam mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir haben jetzt schon wahrscheinlich 200 Stunden gefaselt und euch immer noch nicht alle... Kriegen wir mal eine Information vom Operator oben im Bildschirm? Ist der Zeit? Wie lange haben wir schon? Alter Schwede. Das ist so. Das ist ja fast schon, wie sagt man... Eine Stunde. Das ist ja fast schon so lang wie eine Touch-Talk-Episode. Und da schließt sich jetzt der Kreis, wenn ihr noch ein bisschen mehr über die iPad-Applikationen erfahren wollt, erfahrt ihr, und das ist das Lustige daran von Österreichern, wie die iPad-Applikationen aussehen und was es da für tolle Applikationen gibt. Die haben sich die iPads natürlich vorher aus halblegalen Quellen wahrscheinlich geholt, so an der Grenze, weißt du, wenn man dann so früher statt weißt du, mit so einer, nicht so eine Stange Zigaretten, sondern eine Stange iPads über die inzwischen offene Grenze fährt. Also, wenn ihr wollt, guckt doch mal bei touchtalk.at rein. Die Österreicher sind noch so cool, die fahren nicht über die Grenze, die laufen noch über den Waldweg, damit sie nicht erwischt werden. Wo man nicht kontrolliert wird, genau. Also, wenn ihr wollt, noch ein bisschen mehr Applikationen erfahren wollt, wir haben bis auf die Spiegel-Applikation, glaube ich, keine Überschneidungen eingebaut. Wir haben das ganz toll gemacht. Generell, wenn ihr ein bisschen mehr über auf iPhone und iPad auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut vorbei bei touchtalk.at. Sind auch ganz nette Jungs, wie der Stefan sagen würde, aus Tirol. Natürlich könnt ihr uns auch immer antwittern. Wir antworten halt dann nicht. Doch, habt ihr noch vorhin gesehen, wie wir... Oh ja, aber hallo, das war ja fast schon... Also war live. Mindestens einmal im Monat, wenn wir eine Sendung aufnehmen, dann antworten wir auch manchmal, wenn es in so einem Twitter-Clients geht. Ist das nicht toll? Und wenn ihr das toll findet, wie toll wir antworten einmal im Monat, dann geht doch mal in iTunes rein. Und zwar am besten auf dem Rechner, da geht es am besten. Und hinterlasst uns eine Wertung. Umso toller die Wertung ist, umso toller finden wir das. Und umso toller werden auch die Sendungen. Natürlich. Und wenn ihr negative Sachen habt, dann sagt uns das bitte persönlich. Damit wir dann zusammen rausgehen können. Da können wir es dann einfach direkter ignorieren, als wenn ihr das über iTunes macht. Das müssen wir einfach mal so gesagt haben. Ja. Tja, das war's zum iPad. Flattert uns schön, um das nochmal hier den letzten Punkt abgehakt zu haben. Ja, und wer noch kein iPad bekommen hat, beziehungsweise eins möchte ich noch sagen. Wer sich jetzt denkt, Mensch, für was, ich muss es anders formulieren, damit es positiver rüberkommt. Wenn sich jemand denkt, Mensch, ich habe noch gar kein iPad, ist mein Leben jetzt vorbei? Nein. Es geht auch ohne iPad weiter. Zwar nicht so schön und nicht so hoch aufgelöst, aber... Es sei denn, man hat einen Full-HD-Fernseher mit 47 Zoll. Aber da kann man natürlich nicht surfen. Da laufen keine Apps drauf. Und es ist auch ein bisschen schwierig, den mitzunehmen, um eine Zeitung zu lesen. Das ist richtig. Eine Sache wäre, was wir dem Operator vorhin noch nicht gesagt haben, wenn wir jetzt gleich fertig sind mit Blödeln, dann drückst du bitte einfach nur den Abspannknopf und noch nicht den Aufnahme-Beenden-Knopf, weil wir dann ein bisschen weiter blödeln müssen. Gut. Genau. Nur so ein bisschen. Also das war ganz wichtig zu wissen. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist schön, wir haben jetzt was gelernt, dann können wir nur sagen, das ist natürlich, weil das war Digital Upgrade und ihr wurdet... Upgegraded. Abspann. Ich hab's geschafft. Nicht schlecht. Ich habe es wieder überlegen müssen. Ich hätte eh nicht dran gedacht. Ja genau, deswegen habe ich mal vorhin selber angefangen. Was ist denn mit der Parcel Panic? Das ist geil. Das ist gut. Jetzt kannst du mal den hier wieder anmachen.
Das ist natürlich ein bisschen schlecht, weil das ist wieder so ein Fahrspiel, weißt du schon. Du musst halt ein bisschen vorsichtiger fahren. Laden wir es erstmal, das ist geil. 79 Euro Cent. Was machen wir hier? Gegen Brunnen fahren, ist ja super. Geil ist das, warte mal. Ja, das war gut. Ausmachen ist ja, besonders. Das ist hier, ich bin dieses, wie nennt man das? Dieses Case. Ja gut, die Case. Also man fährt hier, man muss die Pakete abholen. Ah, man kann es schon so halbwegs sehen. Man fährt dann hier so runter, dann kriegt er angezeigt, wo man hin muss. Dann springen wir nochmal rüber. So, da liegen dann so Pakete, schau. Und hinten drauf sind zwar ein paar verloren, aber das ist nicht so wild. Und dann muss man natürlich da relativ schnell dann da hinfahren. Ja, oben hat man einen Countdown. Natürlich ein bisschen, das ist hier unspielbar. So, wir spielen mal was anderes. Es gibt auch ganz, ganz viele Spiele, die sich rentieren. Eins hat mir der Basti geschenkt. Habe ich das? Ja, Pinball HD. Ach, richtig. Oh, toll. Pinball HD ist sensationell. Also wer Pinball das auf cool dem ist, schon kennt. Ich muss es mal kurz hochheben, damit ich es dann in den Landscape-Modus... Ja, du musst erstmal das Spiel entern. So, und jetzt das Geile ist, dass es tatsächlich ausschaut... Wie muss ich das bedienen hier? Das, hab ich erstmal wieder ein bisschen hochschieben, dass es jeder sehen kann. Ich wollte es ja hochklappen. Jetzt ist, weil es liegt daran... Moment mal. Ich muss mal kurz hier das wieder die Klappe einfädeln. Aha. So. So. So, oder? Und dann kann man hier... Wie ihr seht, es ist wie ein echter... Sieht auch so aus, als wäre es ein echter, wollte schon Kickertisch sagen, so ein echter Pinball, Flippertisch. Also, die Apps gibt's auch, die Spiele gibt es auch fürs iPhone, kosten irgendwie ungefähr nichts, aber auf dem iPad ist es ungefähr 3000 Mal so geil und wer so wie ich auf Flipper steht, für den ist es einfach das Allerhöchste. Also, und das Sensationelle ist, es läuft einfach 10-mal so schnell. Ja, es ist. Es läuft so flüssig und es sieht so toll aus und es gibt, und schön ist, auf diesem Pinball HD sind alle bekannten, Flippertische mit dabei. Das heißt, ihr könnt da nicht nur diesen Deep Pinball spielen, den ich schon 2000 Mal durchgespielt habe. Bin ich auch sensationell gut, muss ich zugeben. ja, sondern auch andere. Ja. Das ist meine persönliche Empfehlung und ich würde sagen, das war's zum Thema iPad, oder? Dann verabschieden wir uns. Ich verabscheue mich. Ich bin ihm lang geschrieben. P-Chive, I am. Du musst nicht ausgelockt, weil wir so lange geredet haben. Simon. Nee, AOL System Message. Oh, geil. Das läuft daheim noch. Aha, das ist natürlich was anderes. Haha. Toll. Ja, habe ich sehr gern gemacht. Alles abgehakt. Vielen Dank, Fabio, nochmal. Und ich denke, wir können jetzt hiermit die Aufnahme beenden. Dieser Spiel ist so lang. Wie kommt das da wieder raus? Einfach hier rausziehen.